Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ich melde mich hier aus Goa in Indien und wie ihr vielleicht gesehen habt, habe ich zuletzt ein Video hier hochgeladen, wo ich die Inder interviewt habe zum Thema Bargeldabschaffung, zum Thema Corona und zum Thema Zwei-Kind-Politik. Und das wollte ich einfach in diesem Video mal kommentieren, noch zusätzlich so ein bisschen hier auf den Great Reset oder auf die Agenda, die ich hier so in Indien sehe und erlebe. Das wollte ich hier einfach mal ein bisschen kommentieren. Erstmal verzeiht es mir, wenn das Bild nicht perfekt ist. Ton versuche ich hier mit so einem kleinen Mikrofon möglichst gut hinzukriegen, aber ich habe meine ganze hochwertige Ausstattung zu Hause gelassen. Eigentlich hatte ich hier nicht so geplant, so viele Videos aufzunehmen. Dann hatte ich aber doch Lust, hier ein paar Videos zu machen. Ihr wisst, ich lebe hier die große Freiheit und mache eigentlich nur das, wo ich Bock drauf habe. Und dementsprechend mache ich auch nur Videos, wenn ich gerade da irgendwelche Themen habe, die mich interessieren, wo ich sage, hey, das will ich mit euch teilen. Und insofern, was die Bargeldanschaffung angeht, ich habe mir hier mal ein paar Notizen gemacht. Also erstmal muss ich ein bisschen ausholen. Ich war schon 2015, 2016 bin ich hier in Indien gewesen. Ich bin damals zuerst nur 6 Wochen da gewesen, habe dann mich in die Royal Enfields, in die Bullets verliebt, in die Motorräder hier, habe mir auch direkt eine zu Hause gekauft und bin dann 2016 dann nochmal wieder hier vorbeigekommen, habe mir eine Bullet gekauft, also so eine Royal Enfield gekauft und bin hier von Delhi bis nach Kerala durchgefahren. Ich war da 3 Monate unterwegs, bin 6000 Kilometer gefahren und natürlich klar, wenn man da so viel vom Land sieht, Land und Leute kennenlernt, dann ich habe mich natürlich in dieses Land und Leute habe mich natürlich mehr oder weniger hier in Land und Leute verliebt. Und natürlich, wenn man dann so ein besonderes Verhältnis zu so einem Land hat, dann schaut man auch, wenn denn da irgendwelche Sachen passieren, schaut man da genauer hin. Und so war es dann auch 2016, als dann die sogenannte Demonetarisierung durchgeführt wurde. Ich meine, das damals auch natürlich klar, weil ich irgendwie politisch interessiert bin, aber natürlich, weil ich diese besondere Beziehung zu Indien hatte, habe ich dann genauer hingeschaut. Und zwar, was war diese Demonetarisierung? Der Präsident Modi hat gesagt, hey, jetzt werden hier 90% werden in unserer Gesellschaft bar bezahlt. Da ist ja jetzt ganz viel Schwarzgeld im Umlauf und ganz viele gefälschte Banknotes, wie heißt es, ganz viele Geldscheine, und dann hat er einfach mal mehr oder weniger über Nacht die alten Geldscheine oder da die 500 und die 1000 Rupierscheine, das sind nach heutigem Stand, sind das so 5 Euro, 5,10 Euro, 5,20 Euro so, und 100, 1000 Rupier sind so 10, 11 Euro. Also doch relativ kleine Scheine, hat er damals für ungültig erklärt. Die Inder hatten dann die Wahl, ob sie es ausgeben, ob sie es auf dem Bankkonto einzahlen. Natürlich, klar, wenn du irgendwie ganz viel Bargeld zu Hause hortest, was du alles nicht angegeben hast, was du nicht versteuert hast, will man das natürlich ungern auf dem Bankkonto einzahlen, wo dann nachher die Bank oder das Finanzamt irgendwelche Fragen stellt. Und man hatte aber bei dem Bankkonto, man hatte, wenn ich mich recht erinnere, waren es irgendwie 90 Tage, hatte man da Zeit, um das da einzuzahlen. Was das Umtauschen anging, du konntest halt in eine Bank gehen. Da es gab dann so innerhalb von 2,5, 3 Wochen gab es verschiedene Limits, wo man halt, das waren die längste Zeit, waren das so 4 oder 4.500 Rupier, also so 42, 47 Euro konnte man pro Person umtauschen. Das heißt also, es war ziemlich kompliziert für die Inder, ihr altes Geld loszuwerden, umzutauschen in die neue Scheine. Und da haben sich natürlich viele dann gesagt, hey, damit das nicht wieder passiert, man hat dann auch 2000 Rupierscheine ausgestellt. Also es sind dann so 21 Euro circa um den Dreh aus heutiger Sicht, nach heutigem Kurs. Die hat man dann auch ein paar Jahre später dann später auch wieder eingezogen. Und natürlich hat diese Demonetarisierung den ganzen digitalen Bezahlen noch einen großen Schub gegeben. Damals ist mir das gar nicht so aufgefallen. Ich meine, ich habe auch überall bar bezahlt, dass sie dann mit Handy bezahlen. Ist mir als Tourist da nicht groß aufgefallen. Da spricht man auch nicht unbedingt drüber.
Ja, aber natürlich jetzt, wo ich das Thema auf dem Schirm habe, habe ich dann natürlich auch immer wieder mit den Leuten in den Läden gesprochen, wie die so dieses bargeldlose Zahlen sehen. Habe auch mit den Indern überall gesprochen, die ich so kennengelernt habe, wie sie denn bezahlen. Da war es dann tatsächlich auch so, dass alle gesagt haben, ja, eigentlich habe ich kaum mehr Bargeld. Wenn ich mal Bargeld habe, dann sind es nur irgendwie 500 Rupien, also vielleicht irgendwie so maximal 5,50 € umgerechnet. Und das ist auch jetzt hier bei meinen Interviews rausgekommen. Wie ihr gesehen habt, da gab es kaum welche, die wirklich bar bezahlen, kaum welche, die Bargeld dabei hatten. Und die Menschen sehen einfach nicht die Gefahr dahinter. Ich habe sie ja auch gefragt, ob sie das Social Scoring System in China kennen. Das kannten die meisten nicht. Nochmal ganz kurz, was ist das Social Scoring System? In China ist es so, dass wenn du irgendwie bei Rot über die Ampel gehst oder dass wenn du die Politik irgendwie kritisierst, dann kriegst du einen negativen oder bekommst du halt einen schlechten Social Score, also ein Sozialkreditpunktesystem. Und wenn dein Sozialkredite-Punktekonto unter einer gewissen Schwelle ist, also schaut euch das ganz genau an. Irgendwie, ich mache hier dieses Video ist einfach nur so ein Überblick. Ich erzähle hier einfach drauf los. Nicht so, wie ich sonst halt immer alles mit Zahlen, Daten, Fakten belegt habe. Das wird halt eher so ein Erzählvideo. Ja, in China ist das tatsächlich heute so, dass Millionen von Menschen in ihrem eigenen Land nicht mehr reisen können. Sie können keine Flugzeuge mehr buchen, sie können keine Züge mehr buchen. Sie bekommen Probleme, wenn sie Wohnung mieten wollen, weil sie halt einen schlechten Sozialkreditepunktestand haben. So, und die Inder, wie gesagt, sie wussten erstmal nichts von diesem System und haben gesagt, nee, das wird ja garantiert nicht kommen. Die Inder, die werden sich da gegen wehren und China ist eine Diktatur, das sind wir hier nicht. Aber natürlich, wie das halt immer mit den Diktaturen ist, die kommen nicht von heute auf morgen, die schleichen sich langsam ein. Und man hat also nicht nur die Möglichkeit, dass man so ein Sozialkreditsystem einführen kann, sondern auch, dass man mit digitalem Geld einfach auch sagen kann, das Geld ist jetzt auf bestimmte Orte begrenzt, dass du es meinetwegen, wenn du aus Delhi kommst, dass du es nur im Großraum Delhi ausgeben kannst, dass wenn du irgendwie nach Goa fährst, meinetwegen, dann darfst du es da nicht ausgeben. Es kann dann auch, ich meine, viele in den alternativen Medien, wo auch hier Andreas Popp mit Plan B dazu zählt, die reden immer von Silvio Gesell, von einem Wunder von Wörl. Da kann ich auch gerne hier mal ein paar, oder kann ich euch gerne auch mal ein paar sehr interessante Dokumente dazu verlinken, von Rahim Tagizagi dann, den ich sehr schätze. Letztendlich, das Wunder von Wörl, das ist dann sozusagen ein, wie nennt man das? Ein Schwundgeld, was halt mit der Zeit immer weniger wird. Das ist eigentlich auch das, wo die beim World Economic Forum drüber sprechen, dass man gerne so ein Geld haben möchte. Da kann man das natürlich am besten einführen, wenn man digitales Geld hat. So, da ist ja auch letztendlich, Henry Ford soll ja schon gesagt haben, wenn die Menschen das Geldsystem verstehen würden, hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh. Und da ist, ich sage halt immer, Bargeld ist die letzte Freiheit, die wir haben, wo der Staat nicht ganz so viele Möglichkeiten hat, uns einzugreifen. Aber sobald das alles digital ist, ist das für ihn noch viel, viel leichter, uns zu kontrollieren, zu schauen, was kaufen wir und dann zu regeln, was dürfen wir nicht kaufen. Auch meinetwegen, du bist dann übergewichtig, dann heißt es so von wegen hier, du hast jetzt schon zweimal die Woche bei McDonald's gegessen, drittes Mal darfst du nicht mehr. Wie gesagt, es gibt da alle Möglichkeiten. Insofern sollte jeder freiheitsliebende Mensch möglichst viel nur bar bezahlen. Das mache ich eigentlich zu Hause, auch jetzt hier im Urlaub. Eigentlich zahle ich so gut wie nie mit Karte. Natürlich klar, wenn ich einen Flug buche oder wenn ich irgendwas online bestelle, dann bezahle ich mit Kreditkarte oder überweise. Aber ansonsten probiere ich halt eigentlich möglichst viel mit Bargeld zu machen. Ja, übrigens auch, ich habe ja hier auf meinem YouTube-Kanal, ich bin ja seit Oktober 2016 habe ich meinen YouTube-Kanal. Ich war auch einer der ersten deutschen YouTuber, der regelmäßig über Bitcoin und über Kryptowährungen gesprochen hat. Sehe ich auch heute, muss ich sagen, natürlich habe ich immer noch ganz gut Kryptowährungen, freue mich darüber, dass es
dass es da jetzt ziemlich nach oben gegangen ist. Aber ich habe das sonst eigentlich immer so als ein wichtiges Werkzeug zu mehr Freiheit gesehen. Das ist heute aber natürlich immer noch so. Ich sage mal immer Bitcoin. Wenn man dir deine Bitcoin oder deine Kryptos allgemein wegnehmen will, muss man schon wirklich zu dir nach Hause kommen und dir eine Waffe in den Kopf halten. Ich kann halt einfach, ohne dass mich irgendjemand davon abhält, ich brauche einfach nur eine Internetverbindung, kann ich zu irgendjemand auf, ja auch meinetwegen, wenn Herr Scholz Kim Jong-un nicht mag, dann kann ich zu meinem Freund nach Nordkorea einfach Bitcoin oder Kryptowährungen rüberschicken, das innerhalb von Sekunden und zu relativ geringen Transaktionen. Das heißt, das ist die finanzielle Freiheit, die man durch Kryptowährung hat. Ich sehe es heute natürlich vor allem mit solchen Personen wie Elon Musk oder Michael Saylor, die alles andere als libertäre, als freiheitsliebende Menschen sind. Die haben ja auch Elon Musk ist ja eigentlich auch nur so reich geworden, weil er sehr staatsnahe Unternehmen hat. Aber das will ich hier nicht weiter ausführen. Auf jeden Fall, solche Sachen wie Bitcoin, die werden natürlich in solchen Ländern wie Indien ja groß bekämpft, hoch besteuert, dass wenn man Gewinne mit Kryptowährung macht, ich glaube, 25-30% wird es besteuert. Wir sehen es ja auch in Europa, wird es immer schwerer gemacht. Überall ist KYC, es gibt keine Bitcoin-Automaten irgendwo. Insofern, da einer der letzten finanziellen Freiheiten, die man noch hat, wird immer mehr eingeschränkt. Wir sehen auch Bargeldobergrenzen, was auch irgendwie die Bargeldabhebung angeht. Wird alles mehr eingeschränkt. Es geht halt immer mehr die Richtung bargeldlose Gesellschaft. So, dann habe ich mich mit den Indern hier auch über das Thema Corona unterhalten, wie ihr in dem Interview gesehen habt. Also ich bin jetzt hier, morgen ist mein letzter Tag. Ich war hier 30 Tage, einen Monat war ich hier und habe da eigentlich, habe natürlich auch viele Ausländer, mit denen mich unterhalten, aber letztendlich, ich muss sagen, im Gegensatz zu 8 Jahren, wo ich das schon mal hier war, da waren hier wirklich sehr viele Ausländer. Mittlerweile sind die hauptsächlich Inder, dementsprechend sind auch die meisten, die ich hier kennengelernt habe, Einheimische gewesen. Und da habe ich eigentlich in dem Monat, wo ich hier war, ich habe einen einzigen getroffen, der nicht geimpft war. Wirklich nur einen einzigen. Und das, obwohl die Impfquote hier offiziell bei 72% ist. Das heißt, 28% müssten eigentlich nicht geimpft sein. So, auch wenn ich hier die Leute im Interview gefragt habe, ob sie jemanden kennen, der nicht geimpft ist, kann sie kaum jemanden, der nicht geimpft ist. Insofern, natürlich klar, ist es auch, die ich interviewt habe, die Leute, die hier reisen, ist natürlich ein besonderes Klientel. Das ist ja auch, ich meine, wenn man sieht, hier in Indien, wenn ich mich mit den Leuten unterhalten habe, die verdienen vielleicht so 100, 150 Euro, vielleicht in den größeren Städten wohnen, vielleicht 200, 300 Euro oder so im Monat, dann kann man natürlich nicht so groß reisen. Vor allem, ich meine, klar, ich bin auch in verschiedenen Hotels gewesen, bin jetzt nicht in den extremen Luxushotels gewesen, bin jetzt zum Beispiel hier auch in einem Hotel, was irgendwie 50 Euro die Nacht kostet, also sozusagen irgendwie, 3-Sterne-Hotel oder was es auch immer ist. Da hat man natürlich hier besonders Klientel, die dann meistens halt alle irgendwie studiert haben und dementsprechend auch viel der Staatspropaganda ausgesetzt waren. Mit dem einen habe ich mich dann auch mal den ganzen Nachmittag viel über alles Mögliche unterhalten. Der war dann großer Modi-Fan vom Präsidenten und fand die Corona-Maßnahmen auch ganz, ganz wichtig. Und da habe ich ihn dann auch gefragt, wo hat er auch die Demokratie verteidigt? Und da habe ich ihn auch gefragt, wo hast du denn das ganze Wissen her? Ja, er meinte, das habe ich aus der Schule und aus der Universität. Da habe ich gesagt, merkst du eigentlich so von wegen, die Schule und die Universität, die sind meistens alle staatlich und wenn sie nicht staatlich sind, müssen sie staatliche Genehmigungen haben. Dementsprechend wird dann natürlich auch nur staatsbefürwortende Sachen gelehrt. So staatskritische Sachen lernen wir dann nicht. So. Und natürlich, klar, Corona ist auch ein ziemlich ernstes Thema, aber ich probiere es halt meistens mal, wenn ich mich mit Menschen darüber unterhalte, probiere ich das irgendwie lustig zu machen. Und das habe ich dann hier halt immer, ich habe dann die Geschichte aus Tansania erzählt mit Magifuli, mit dem Papaya-Test. Da hatten die Leute immer was zu lachen und da war das dann mal schön anschaulich. Manchmal habe ich auch hier ein Video von Kerry Mullis gezeigt, von dem Erfinder des PCR-Tests. Blende ich mal ganz kurz ein. Und Corona, ihr habt es vielleicht auch mitbekommen, hier in Indien war ein ziemlich harter Lockdown. Modi hat gesagt, ihr
wir halten jetzt alles, wir bringen jetzt alles zum Stillstand. Das heißt, die ganzen Wanderarbeiter, die hier sind, die waren halt auf einmal auf den Baustellen, wo sie dann kein Geld mehr bekommen haben, wo sie kein Essen hatten. Die sind halt alle verzweifelt, sind sie sogar teilweise über tausende von Kilometern nach Hause gelaufen. Viele haben Suizid begangen, haben mir auch viele erzählt. Auch einer, der ist halt ein Sohn von Bauern gewesen, und hat dann in einem kleinen Dorf gewohnt. Er hat gesagt, da sind dann immer die Wanderarbeiter vorbeigekommen, die kein Essen hatten. Die haben sich natürlich um die gekümmert, haben denen ein bisschen Essen gegeben, aber haben dann immer schön Abstand gehalten. Also insofern, bei Corona, wie gesagt, die ganzen Ungeimpften habe ich hier nicht getroffen. Ich bin gespannt, vielleicht war der ein oder andere von euch auch mal hier in Indien und hat tatsächlich vielleicht mal ein paar Ungeimpfte getroffen oder kann da berichten, wie er das hier sieht. Ein weiteres Thema, was ich hier mit den Indern besprochen habe, ist die Zwei-Kind-Politik. Was ist die Zwei-Kind-Politik? Die Zwei-Kind-Politik gibt es hier mittlerweile in einigen Staaten von Indien, wo, wenn man für den Staat arbeiten will, darf man nicht mehr als zwei Kinder haben. Oder dass, wenn du dann irgendwie deine Kinder zur Schule schicken willst, dann bekommst du nur für zwei Kinder die Schule bezahlt, beziehungsweise kriegst dann einen Platz bei der staatlichen Schule. Natürlich gibt es auch irgendwie viele private Schulen, die sollen auch angeblich hier günstiger sein, aber es führt tatsächlich dazu, dass viele Inder nur zwei Kinder haben. Also wie ihr in dem Interview gesehen habt oder wie ihr in den Interviews gesehen habt, finden die meisten Inder das ganz toll, weil sie natürlich halt auch davon reden, oh ja, wir haben Überpopulation, also eine Überbevölkerung. Das ist natürlich das Märchen, was uns immer wieder erzählt wird. Also über das Thema der Überbevölkerung habe ich in diesem Video mit den Öko-Horror-Prognosen genau gesprochen, habe ich das genau ausgeführt. Und zwar nochmal ganz kurz zusammengefasst. Es geht vor allem auf Thomas Malthus zurück, der Ende des 18. Jahrhunderts gesagt hat, dass die Ressourcen nicht mit dem Bevölkerungswachstum Schritt halten können, dass das dann dazu führt, dass die Menschen verhungern oder zu Hungerskrisen, zu Bürgerkriegen und zu allen möglichen Problemen. Und deswegen müsste man ja sehen, dass man da irgendwie eingreift. Also diese Bewegung der Malthusianer hat dann im West oder hat dann auf der Welt wieder so in den 60er, 70er Jahren um sich gegriffen, wo dann vor allem der Club of Rome, auch United Nations und viele NGOs, die dann gesagt haben, wir müssen die Bevölkerungskontrolle oder wir müssen die Bevölkerung kontrollieren. Da hat man dann in China die Ein-Kind-Politik eingeführt und in Indien ist man dann sogar so weit gegangen und hat Männer zwangssterilisiert. Das sind dann Millionen von Männern, die sind zwangssterilisiert worden. Und natürlich ist das eine ziemlich harte Maßnahme, wo man sich auch keine Freunde mitmacht. Ich meine, die Politiker heute sind natürlich darauf angewiesen, da möglichst Propaganda zu machen und ihre harten, auch jetzt zum Beispiel bei Corona haben wir gesehen, so von wegen die ganzen harten Maßnahmen, das kann man alles nur als was Gutes verkaufen mit Medien und mit Propaganda. So, und natürlich solche Zwangssterilisationen, wenn die Menschen zwangssterilisiert werden, ich glaube, da hilft auch keine Propaganda, um die Menschen davon zu überzeugen, dass das was Gutes ist. Wenn man Gewalt, physische Gewalt gegen Menschen anwendet, ist das niemals gut. So, dann ist man natürlich zu weicheren Methoden übergegangen, dazu komme ich gleich. Nochmal allgemein zur Bevölkerungskontrolle. Das ist natürlich so dieses Denken, wir als Politiker maßen uns an, alles steuern zu können. Dabei ist natürlich, auch wenn man den Menschen einfach freistellt, wie viele Kinder wollt ihr haben, wie viele Kinder könnt ihr euch leisten. Das ist ja auch immer noch so in vielen Ländern, in Afrika vor allem. Je mehr Kinder man hat, desto mehr ist die Zukunft gesichert, desto mehr Kinder hat man, die sich dann um einen Kinder kümmern können, wenn man alt ist. Da gibt es dann natürlich kein umlagefinanziertes Rentensystem. Das mit dieser Überbevölkerung geht vor allem auf Thomas Malthus zurück, der Ende des 18. Jahrhunderts gesagt hat, dass das Bevölkerungswachstum nicht mit den Ressourcen Schritt halten kann, beziehungsweise umgekehrt, dass die Ressourcen nicht mit dem Bevölkerungswachstum Schritt halten können, dass es einfach dazu führt, dass zu Hungerkatastrophen, dass es irgendwie Bürgerkriege um Ressourcen gibt. Und deswegen hat Thomas Malthus schon gesagt, wir müssen da eingreifen. Und diese
Bewegung, diese Neo-Malthusianer, die ist auf der Welt dann so in den 60er, 70er Jahren wieder aufgekommen, wo dann vor allem der Club of Rome und andere Organisationen, auch United Nations, dann gesagt haben, wir müssen was gegen die Überbevölkerung machen. Wie gesagt, schaut euch da gerne hier mein Video an. Mit den Öko-Horror-Prognosen habe ich das ganz genau ausgeführt. Und das hat halt einfach dazu geführt, dass man in China damals eine Ein-Kind-Politik eingeführt hat. In Indien hat man Zwangsmaßnahmen durchgeführt, dass man da mit Bussen durch die Dörfer gefahren ist oder durchs Land gefahren ist und in den Dörfern Männer wirklich verschleppt hat und sie dann zwangskastriert hat oder sterilisiert hat. Und ja, das sind natürlich Maßnahmen, damit macht man sich keine Freunde. Der Staat ist natürlich immer auf die Unterstützung der Menschen angewiesen. Vor allem, wenn es dann eine sogenannte Demokratie ist, dann darf man natürlich, das ist natürlich sehr unsympathisch, da so physische Gewalt anzuwenden. Deswegen müssen wir das heute alles mit sanfteren Methoden machen. Da kommen wir dann gleich zu. Erstmal, was halte ich von dieser Bevölkerungskontrolle? Erstmal sieht man, dass diese ganzen Öko-Horror-Prognosen alle daneben lagen. Schaut euch das mit dem Club of Rome an. Wie war das? The Limit of Growth, die Grenzen des Wachstums. Sie lagen mit allen Prognosen daneben. Und auch wenn es tatsächlich mal so sein sollte, dass irgendwelche Ressourcen ausgehen, wo ich sage, die Menschen werden immer Lösungen finden für Probleme, wenn man sie nur lässt. Wenn man natürlich alles zentral planen will, wie das die Staaten wollen, die wollen halt am liebsten ihre ganz sozialistisch ihre 5 oder 20 Jahrespläne machen und alles ganz genau planen. Aber das Leben ist halt einfach nicht so. Man kann es nicht planen, vor allem für so viele Menschen. Insofern, ich als Libertärer, als böser Raubtierkapitalist sage, freie Menschen, freie Märkte werden immer die beste Lösung finden. Da muss man den Menschen auch nicht vorschreiben, wie viele Kinder sie haben. Es wird schon alles seinen Weg gehen. Die Menschen werden für alles Lösungen finden. So, und das ist natürlich halt, ich vertraue darauf in die Menschen, dass sie Lösungen finden. Der Staat sagt, nein, die Menschen sind zu dumm, wir müssen sie bevormunden. Das ist natürlich auch eine ganz andere Sicht, wo ich auch sage, organisch wird sich das alles lösen. Und der Staat, der geht halt immer wie so ein Militär, wie so eine Armee vor, was alles zentral geplant werden muss. Und wie gesagt, meistens immer nach hinten losgeht. Also, so extreme Maßnahmen wie Zwangssterilisationen, die kommen natürlich nicht gut an. Und was hat man dann gemacht? Man hat dann gesehen, dass man die Frauen emanzipiert. So, wenn man auch mal sieht, wo fange ich an? Also wenn man mal sieht, so hier in Indien ist eigentlich wie bei allen anderen Völkern auch, wir kommen alle aus Stammesgesellschaften, wo sich die Menschen halt früher mal selbst organisiert haben, wenn man sich das anschaut. Auch in Deutschland, in den Dörfern haben die Menschen, die haben sich selbst verwaltet, die konnten halt, die haben sich um die Kinder gekümmert, die haben sich um die Alten gekümmert, die haben sich um die Bedürftigen gekümmert, die konnten sich auch oft verteidigen. Und wie bekommt der Staat dann natürlich mehr Macht? Indem er diese Strukturen zerstört, indem er dann sagt, wir sind jetzt dafür da und kümmern uns um deine Kinder, wir kümmern uns um die Alten, wir kümmern uns um die Bedürftigen. Natürlich verkauft das immer als was Gutes, aber das ist natürlich, man zerstört die natürlichen Strukturen, wo die Menschen sich selbst helfen, wo sie dezentral die besten Lösungen finden. Auch zum Wohlfahrtssystem hatte ich hier auch mal ein Video gemacht, wie das ganze Wohlfahrtssystem, was eigentlich auch als Sozialstaat daherkommt, was eigentlich besonders sozial ist, aber es eigentlich ganz im Gegenteil so ist, total asozial. Und wie gesagt, es zerstört die natürlich gewachsenen Strukturen, die die Menschen seit Jahrtausenden zusammengehalten haben. Ja, und wie zerstört man diese natürlich gewachsenen Strukturen am besten? Das macht man durch die Emanzipation der Frau. So, dazu möchte ich erstmal eine kleine Geschichte erzählen, wie es hier damals in Indien für mich war. Als ich damals vor 8 Jahren hier in Indien war, habe ich viel in Fitnessstudios trainiert und habe dann natürlich viele junge Männer getroffen. Und die habe ich dann immer gefragt, was sie bevorzugen würden, ob sie eine arrangierte Ehe oder eine Liebesheirat. Also ich habe sie immer gefragt, do you like love marriage or arranged marriage? Und viele von den jungen Männern wollten oder fanden tatsächlich irgendwie, damals waren es so 70-80%, wollten eine arrangierte Ehe haben. So, und das ist natürlich so eine arrangierte Ehe. Da denkt man natürlich, damals dachte ich auch so, ey, das ist ja total irgendwie rückwärtsgewandt. Das ist irgendwie was, was man bei uns vor 200 Jahren hatte vielleicht. Das ist ja schon ganz, ganz lange her. Aber
Ja, erstmal, wie funktioniert so eine arrangierte Ehe, wenn jetzt ein indisches Mädel, wenn es sagt, ich will jetzt irgendwie langsam mal irgendwie eine Familie gründen, einen Mann haben, dann schauen die Eltern, gibt es da nicht irgendwie einen potenziellen Mann bei uns im Dorf oder irgendwie im Umfeld, kennt da jemanden? Und dann schauen die sich die Männer an und schauen die, hey, aus was für einen familiären Hintergrund haben die, sind das jetzt welche, die irgendwie ein bisschen Geld haben, wo auch der Mann irgendwie eine gute Arbeit hat, wo er die Familie versorgen kann, ist das jetzt nicht einer, der irgendwie ein Alkoholiker ist oder Drogen nimmt oder irgendwie viele verschiedene Frauen hat. Ja, man schaut halt einfach, man bindet die ganze Familie damit ein und arrangiert halt da eine Hochzeit. Es ist natürlich nicht, man denkt jetzt natürlich, hey, die Eltern sagen dir, du heiratest jetzt den und den. Natürlich ist es teilweise, es gibt natürlich auf der ganzen Welt so viele verschiedene Traditionen, aber so wie ich das immer gesehen habe, egal ob es in Afrika, in Sri Lanka oder Indien war, oder halt auch Muslime, die ich getroffen habe, ist es halt immer, dass die Eltern sagen, wir wollen natürlich nur das Beste für dich und du kannst halt immer noch mitentscheiden oder wir wollen, dass du glücklich bist. Dann treffen sich die potenziellen Ehepartner, treffen sich mal ein paar Mal, das ist auch meistens an öffentlichen Orten und dann schaut man, versteht man sich, kann man sich das vorstellen und dann wird geheiratet. Und meistens, ich habe das damals mal genau nachgeschaut, ich habe jetzt gerade die Studien nicht zur Hand, aber damals die Studien, die ich mir angeschaut habe, sind diese arrangierten Ehen, die Menschen sind viel, viel glücklicher und die lassen sich nicht so schnell scheiden. So, im Gegensatz dazu sieht man heute die westliche Gesellschaft. Erstmal ist es so, ja, die Menschen heiraten kaum mehr. Wenn sie heiraten, dann lassen sie sich ganz schnell scheiden. Und das ist natürlich diese Liebesbeziehung allgemein, die natürlich meiner Meinung nach vor allem mit Hollywood aufgekommen sind, dadurch, dass man durch Hollywood mit Liebesfilmen die Menschen erzählt hat, ja, und wenn du eben eine Beziehung hast, das muss ja alles immer ganz, ganz toll sein, es muss irgendwie die große Liebe sein, da müssen die Funken sprühen, der Sex muss auch ganz, ganz leidenschaftlich sein, aber natürlich, diese Gefühle können auch schnell verschwinden, vor allem, wenn dann der Alltag einkehrt, wenn man dann mehrere Jahre zusammen ist, dann merkt man vielleicht, ja, irgendwie ist die rosarote Brille weg, irgendwie ist es doch alles nicht so toll, wie ich mir vorgestellt habe. Und dann, ja, dann trennt man sich dann schnell wieder oder im schlimmsten Fall, wenn man dann verheiratet ist und Kinder hat, ja, lässt man sich scheiden. Und ja, ich glaube, jeder kennt irgendwie Menschen, die irgendwie aus einer kaputten Familie kommen, die ohne Vater groß geworden sind. Ich habe hab da selbst auch immer viele Frauen kennengelernt, die ohne Vater groß geworden sind. Meiner Meinung nach ist das, oder eigentlich ist das keine Meinung, das ist eigentlich katastrophal, immer emotional katastrophal. Und im Westen denkt man halt immer auch, das ist ja nicht so schlimm. Das ist halt heute so, aber wenn man sich anschaut, dass es ganz klar eine Agenda ist, dass es damit angefangen hat, dass halt einfach die Frauen emanzipiert worden sind, dass man die Frauen an die Hochschulen gesteckt hat oder in die Hochschulen gelockt hat, dass man den Frauen gesagt hat, ihr könnt unabhängig sein, ihr könnt jetzt hier mit der sexuellen Revolution freie Partnerwahl haben. Es geht halt, auch das ist halt auch so, wenn man sich das anschaut, in Deutschland, ich dachte eigentlich so, dass mit diesen arrangierten Ehen ist eine Sache, die 100, 150 Jahre alt ist. Aber nein, es hat sich tatsächlich erst, wenn man das nachschaut, erst mit den 68ern verändert, mit der ganzen sexuellen Revolution. Und die sexuelle Revolution hat, wie gesagt, dazu geführt, dass die Frauen unabhängig werden, sozusagen. Man sagt den Frauen, die kriegen natürlich immer eingeredet, so nach dem Motto, ja, und früher war es ganz, ganz schlimm und Frauen waren total unglücklich und jetzt kannst du für dich selbst sorgen. Ich als Großstadt-Single, immer wenn ich Frauen getroffen habe, ich habe so oft immer gehört, dass die Frauen gesagt haben, oh, ich möchte unabhängig sein, das ist das Wichtigste für mich. Das ist natürlich das, was Frauen irgendwie eingehämmert wird, geh studieren, hab dein eigenes Geld, mach dich nicht vom Mann abhängig. Aber von wem macht man sich da abhängig? Man macht sich abhängig vom Arbeitgeber, von einem Chef, wo es dann meistens nur darum geht, dass man halt einfach eine Arbeitskraft ist, wo es um ein ökonomisches Verhältnis geht. Den Mann, von dem man sich abhängig macht, das ist dann eine
freiwillig gewählte Abhängigkeit. Mann und Frau sind beide voneinander abhängig, dass man dann irgendwie für die Kinder da ist, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass wenn die Frau sich um die Kinder kümmern möchte, dass der Mann dann das Geld dran schafft. Das ist natürlich heute, wird das auch immer mehr erschwert. Insofern, und das ist auch das, was in Indien immer mehr zu sehen ist, ja, Education kann man, also die Bildung der Frauen, dass die Frauen an die Hochschulen gelockt werden, dass den Frauen auch durch Hollywood, durch Netflix eingehämmert wird. Man kann ja hier und da mal ein Techtelmechtel haben. Ja, als ich damals hier vor 8 Jahren in Indien unterwegs war, zu Anfang ist mir das gar nicht aufgefallen, aber irgendwann dachte ich auch so, wenn ich hier nachts unterwegs bin, irgendwie laufen hier gar keine Frauen rum. Die Frauen, die waren nachts dann zu Hause. Die waren dann, wenn dann, waren sie nur irgendwie mit dem Ehemann unterwegs, aber Frauen, die allein unterwegs waren, gab es nicht. Und da habe ich dann irgendwann angefangen, die Inder alle zu fragen. Habe dann gefragt, hey, was denkst du von Frauen, die nachts alleine unterwegs sind? Und haben sie auch gesagt, das sind irgendwelche Frauen, die sind irgendwie Prostituierte oder haben mit ihren Frauen mit ihrer Familie gebrochen. Irgendwas stimmt da nicht. So. Und das hört sich jetzt vielleicht so an, als wären die Frauen zu Hause eingesperrt, als wäre das ganz, ganz schlimm. Aber letztendlich ist es halt schon immer so gewesen, dass Frauen halt, erst hat der Vater auf die Frauen aufgepasst und dann eben der Ehemann. So. Und auch in der Bibel steht auch, wie steht es da so drin, so von wegen, der Mann wird Mutter und Vater verlassen und dann werden zwei Fleisch ein Fleisch werden. Laut in der Bibel ist es auch so vorgesehen, dass man erst die Eltern verlässt, wenn man denn eine neue Familie gründet. Also natürlich, klar, Frauen irgendwie zu Hause einzusperren und nachts nicht rausgehen können, das ist dann natürlich schon ziemlich extrem. Aber ich denke mal, es hat zumindest in Indien dazu geführt, dass die familiären Strukturen funktioniert haben, dass die Menschen sich selbst geholfen haben. Und natürlich, wenn man sieht, dass auch wenn man sich mit den libertären Klassikern wie Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek oder Roland Bader beschäftigt, dann sieht man, dass die Agenda vom Staat ist, seine Macht immer weiter auszuweiten. Und wie macht er das? Indem er die Strukturen, die natürlich gewachsen sind, das sind vor allem die Familien, in denen er die zerstört und durch seine eigenen Strukturen ersetzt. Und wie gesagt, das allerwichtigste Mittel ist da die sogenannte Emanzipation der Frauen. Wozu führt das einfach? Wie gesagt, wir haben im Westen eine Krise der Einsamkeit. Viele Menschen, mehr als die Hälfte in den Großstädten, leben allein. Den Frauen wird eingeredet, ihr werdet nur glücklich, wenn ihr Karriere macht. Kinder sollst du am besten gar nicht haben. Und wenn dann Kinder, dann möglichst früh die fremdbetreuen. Es gibt ja auch dieses berühmte Zitat von dem Rockefeller, der sich da mit Aaron Russo unterhalten hat, so nach dem Motto, der Feminismus ist unsere Erfindung, dadurch haben wir die Frauen in die Arbeitswelt integrieren können, dadurch bekommen wir mehr Steuern, die Kinder werden fremdbetreut und werden mit unseren Ideen in den Schulen konfrontiert. Und ja, also klar, ob er das jetzt tatsächlich so gesagt hat, kann ich nicht sagen. Aaron Russo ist auf jeden Fall irgendwie ein renommierter Regisseur. Ich denke mal, das passt alles sehr gut. Insofern, meiner Meinung nach, ist das ganz, ganz klar eine Agenda, um die natürlich gewachsenen Strukturen zu zerstören. Ja, auch ich sage halt immer, wenn man sich das anschaut, was gibt es für eine Kultur seit Jahrtausenden, die sich über die Jahrtausende erhalten hat, auch durch die ganze Verfolgung durch, das ist das Judentum, da die orthodoxen Juden, gibt es heute immer noch arrangierte Hochzeiten, obwohl die auch in westlichen Großstädten leben. Ich war letztes Jahr in Zürich und habe da die orthodoxen Juden ein bisschen beobachtet, mich so ein bisschen mit denen auch unterhalten und fand das einfach super spannend. Wie die so leben, da habe ich danach auch viele Videos dazu geschaut, wie so die orthodoxen Juden, wie die heute heiraten. Und da geht es dann auch so nach arrangierten Hochzeiten. Man hat dann irgendwie Matchmaker oder die Eltern suchen nach jemandem, wie es hier in Indien auch damals war. Aber wie gesagt, das wird heute immer mehr aufgelöst. Die Frauen sind emanzipiert, sind frei, aber freie, emanzipierte Frauen sind halt die größte Waffe in der
Zerstörung oder bei der Zerstörung der Gesellschaft. Insofern, ich muss auch sagen, seitdem ich mich, wie gesagt, früher habe ich das überhaupt nicht verstanden, da war das für mich total rückschrittlich mit den Indern. Und wenn man sich so viel mit Feminismus beschäftigt, mit Religion beschäftigt, was hält Gesellschaften zusammen? Warum werden die Staaten immer totalitärer? Auch in Deutschland haben wir eine durchschnittliche Steuer- und Abgabenlast von 60-85%. Da habe ich mal ganz, ganz früher hier ein Video dazu gemacht. Wenn man sich fragt, warum ist das so, dann kommt man um solche Fragen nicht drum herum. Ja, und dadurch, dass ich mich viel mit solchen Sachen beschäftigt habe, dass vor allem durch so eine Emanzipation, dadurch, dass Hollywood und die Medien und die ganze Musik überall diese romantische Vorstellung von Liebe, von Beziehung verbreitet haben, dass dadurch die organisch gewachsenen Gesellschaften immer mehr zerstört werden, muss ich auch sagen, habe ich so mein Dating-Leben auch immer mehr hinterfragt. Ich habe auch so die eine oder andere Beziehung gehabt, wo man sich dann getrennt hat, weil man sich nicht mehr geliebt hat, weil dann irgendwann die Luft raus war. Aber ich habe jetzt letztes Jahr auch mal zwei Frauen kennengelernt, wo ich dann auch mit denen über sowas gesprochen habe. Und dann haben wir uns dann auch einig, mehr oder weniger, dass Liebe ist natürlich alles schön und gut, wenn das ist, aber an erster Stelle sollten da doch erstmal irgendwie die Wertschätzung stehen, der Respekt, dass man irgendwie zusammen ein gemeinsames Ziel hat. Und dass man sich vor allem an Kulturen, wo das immer noch funktioniert, ein Beispiel nimmt. Vor allem, wie gesagt, zum Beispiel an den orthodoxen Juden. Wie gesagt, über das Thema denke ich heute mittlerweile ganz anders und mein Dating läuft da auch ein bisschen pragmatischer. Da muss nicht mehr immer so ein riesengroßes Gefühlsfeuerwerk da vorhanden sein. Also, die bargeldlose Agenda, die Agenda der Gesellschaftszerstörung durch die Emanzipation der Frauen läuft ja auch, ist im vollen Gange, ist natürlich immer noch nicht so weit fortgeschritten, was die Emanzipation und die westlichen Werte angeht, ist immer noch nicht so weit vorangeschritten wie im Westen. Ich habe hier übrigens auch mal Tinder angeworfen. Da habe ich dann auch tatsächlich ein paar indische Paare gesehen, die dann irgendwie so geschrieben haben, wir suchen hier andere Paare zum Partnertausch oder Inderinnen, die dann sagen, ich suche halt einfach nur ein Abenteuer. Habe auch eine, in einem Hotel habe ich eine Inderin getroffen, die hat dann da mit dem Manager angebandelt. Die hat dann so gesagt, oh, you should cheat on as many boys as possible. Also man sollte möglichst viele Jungs betrügen, so viele wie möglich. Und sie hatte dann auch ein Tattoo, I turn my feelings off. Da habe ich mit ihr auch so ein bisschen über Beziehungen gesprochen, wie ich das sehe. Und natürlich hat sie auch gesagt, oh, ich mag den Netflix-Film. Also die Propaganda kommt nicht von irgendwo her. Also wie gesagt, ich könnte hier über das Thema noch viel, viel mehr und viel, viel strukturierter reden. Also vielleicht werde ich dann in Zukunft noch mal viel mehr Zahlen, Daten, Fakten zusammen. Vielleicht werde ich mich da noch mal viel, viel mehr einlesen. Aber das einfach nur von dem, wie ich hier die Agenda voranschreiten sehe und was meine Meinung dazu ist. Also, das war's von mir hier aus Goa. Ich schicke euch sonnige Grüße. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.